Hallo, ich bin Anna. Dich interessieren die Zeitmaße? Dann bist du hier genau richtig. In diesem Video lernst du, was der Unterschied zwischen Zeitpunkt und Zeitdauer ist, beziehungsweise wie du einen Zeitpunkt und eine Zeitdauer anhand von Beispielen berechnen kannst. Weißt du, was der Unterschied zwischen Zeitpunkt und Zeitdauer ist? Falls ja, hole dir einen Zettel und schreibe die Begriffe in einer Liste richtig zugeordnet untereinander. Wenn du etwas länger brauchst, drücke einfach auf die Pause-Taste. Nun möchte ich dir die Auflösung bzw. den Unterschied zwischen Zeitpunkt und Zeitdauer etwas genauer erklären. Zeitpunkte sind bestimmte Uhrzeiten oder ein bestimmter Moment, welche auf einer analogen oder digitalen Uhr ablesbar sind. Zum Beispiel die Schule beginnt um 7.40 Uhr. Das ist eine bestimmte Uhrzeit. Der Abendfilm beginnt um 20.15 Uhr. Um 13.10 Uhr fährt der Zug ab. Die Zeitdauer hingegen ist ein Zeitabschnitt. Eine Zeitdauer ist der Abstand zwischen zwei Zeitpunkten. Eine Zeitdauer kann mit einer Stoppuhr gemessen werden. Der Bus fährt zum Beispiel 2 Stunden. Die Mathestunde dauert 50 Minuten lang. Das Skirennen dauert 1 Stunde und 20 Minuten lang. Schauen wir uns die Berechnung des Zeitpunktes anhand eines Beispiels an. Lies einmal die Angabe durch. Hier hat sich eine analoge Uhr eingeschlichen. Kannst du herausfinden, um wie viel Uhr Florian auf den Spielplatz gehen darf? Florian darf um 15.40 Uhr für 2 Stunden und 15 Minuten auf den Spielplatz gehen. Finden wir doch gemeinsam heraus, wann Florian wieder zu Hause sein muss. Um den Zeitpunkt zu bestimmen, müssen wir die Stunden und Minuten der Uhrzeit zerlegen. 15.40 Uhr sind 15 Stunden und 40 Minuten. Nun vergehen 2 Stunden und 15 Minuten. Das heißt, wir müssen diese dazuzählen. Wir addieren die Stunden und Minuten getrennt. 15 Stunden plus 2 Stunden sind 17 Stunden. Und 40 Minuten plus 15 Minuten ergeben 55 Minuten. Nun müssen wir unsere zerlegten Stunden und Minuten wieder zu einer Uhrzeit kombinieren. 17 Stunden und 55 Minuten sind 17.55 Uhr. Die Antwort lautet also, Florian muss um 17.55 Uhr zu Hause sein. Da die Berechnung des Zeitpunktes ganz einfach war, versuchen wir doch einmal gemeinsam die Zeitdauer anhand eines Beispiels zu berechnen. Lies dir mal die Angabe durch. Hier hat sich erneut eine analoge Uhr eingeschlichen. Kannst du herausfinden, um wie viel Uhr Jenny zum Sportunterricht geht? Genau, um 14.30 Uhr geht Jenny zum Sportunterricht und kommt um 18.40 Uhr nach Hause. Wie lang war Jenny unterwegs? Um die Zeitdauer zu bestimmen, müssen wir wieder die Stunden und Minuten der jeweiligen Uhrzeit zerlegen. 14.30 Uhr sind 14 Stunden und 30 Minuten. 18.40 Uhr sind 18 Stunden und 40 Minuten. Nun wollen wir die Differenz der beiden Zeitmaße. Die Differenz ist das Ergebnis der Subtraktion. Daher müssen wir immer die größere mit der kleineren Zahl subtrahieren. Wir subtrahieren die Stunden und Minuten getrennt. 18 Stunden minus 14 Stunden sind 4 Stunden. 40 Minuten minus 30 Minuten sind 10 Minuten. Die Antwort lautet also, Jenny war 4 Stunden und 10 Minuten unterwegs. Falls du etwas noch nicht verstanden hast, sieh dir das Video einfach noch einmal an. Ansonsten kannst du mit dem nächsten Video mit einer kleinen Herausforderung durchstarten. Im Mastery wird die Berechnung der Zeitdauer mit einer Umrechnung kombiniert. Danke fürs Zuschauen und bis bald!